Ja, Mahlzeit, Freunde, Star Wars Time. Haben wir uns gerade Folge 3 reingezogen, die Rache der Sith. Und ja, was für Weltraumschlachten. Also Fans von Weltraumschlachten kommen da wirklich voll auf ihre Kosten. Ne? Also die Weltraumschlacht gleich am Anfang ist auch klasse, oder dann wo diese Landungsarmee da kommt und wo die Order 66 ausgeführt wird. Wirklich cool gemacht, und zum Schluss, na, Darth Vader betritt die Bühne, dann geht's erst richtig ab. Man sieht halt noch so ein bisschen so die Blue Box Geschichten, ne, so, naja, gut, hat halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, die Filme, und ist halt nicht so zu wie die neuesten Teilen von Transformers, ne, da ziehst du ja wirklich nichts mehr. Aber wirklich super Bild- und Tonqualität hier von dieser neuen Box hier. Steht da irgendwas drauf, wann das dann überarbeitet wurde? 2013 ist hier noch irgendwas aufgestempelt. Muss dann noch gar nicht so alt überarbeitet worden sein. Aber praktischerweise, wir sind heute gerade fertig. Aha, kam Nachschub. Die zweite Box. Ebenfalls so aus der gleichen Serie, diese Dinger, ne? Cool, und da geht es natürlich jetzt los mit den Klassikern, ne? Machen wir morgen weiter. Star Wars Teil 4, eine neue Hoffnung. Voll cool. Erstaunlicherweise ist hier Teil 4 wieder ab 6 freigegeben. Was haben wir hier drauf? Auch 2013. Müssen dann recht neue Sachen noch sein, ne? Vielleicht noch recht neue Überarbeitungen. Mal schauen, ob man hier noch einen Unterschied sieht zu den Sachen, die man bisher schon gesehen hat, ne? Wir haben sie unter den letzten Videos schon diskutiert, ne? Da gibt es wirklich unzählige Fassungen und Schnitte, gerade hier von den alten, ne? Ich meine, ich kenne auch die ganz alten auf, weiß gar nicht, 4 zu 3 VHS und solche Geschichten, wo mein Kollege damals hatte. Wirklich unglaublich, gibt es ja schon ewig diese Teile, ne? Aber diese Boxen finde ich ja ganz gut, kein Schnickschnack, keine Intros, irgendwas, DVD reinlegen, zack, kommt sofort, Film starten, Play, Feuer frei, und dann geht's los. So, dann werden wir da mal hier. Eine neue Hoffnung. Wie viele Spiele später? 25 Jahre später oder so, ne? Cool. Wird geil, macht richtig Spaß. Und was heute auch noch kam, das schauen wir dann mal ein anderes Mal an, aber das haben die Kinder schon beschlagnahmt, von Panini sind die drei Comics gekommen. The Dawn of the Jedi. Von den Anfängen, wie alles angefangen hat, ne? Im Zentrum des Universums. Die Geschichte fängt an vor 36.000 Jahren vor der Schlacht von Yedin, oder wie hieß die Schlacht da, ne? Das ist ja im Imperium die Stunde Null, ne? Coole Geschichte, macht immer wieder Spaß. Vor allem das mal schön in Ruhe zu Hause anzuschauen, und bei den langen Schinken kann man dann einfach mal auf Pause drücken zwischendurch, wenn es einem passt, ne? Cool. Wirklich geile Boxen. Und vom Preis her, ne, wer sie noch nicht hat und schon lange mit dem Gedanken spielt, die Teile hier, ne? 25 und 27 € oder sowas, ne? Ist, glaube ich, die günstigste Alternative, wie man an die ersten 6 Teile kommen kann, ne? Coole Geschichte. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht in Sachen Bild- und Tonqualität von Star Wars 4. Freue ich mich schon wieder drauf. Jetzt richtig, endlich steigen wir in die Klassiker ein, ne? Und wenn man da wer Teile davor gerade Nummer 3 gesehen hat, das ist ja schon brutal damals mit Special Effect Kino war und die Computeranimation, da haben sie sich so richtig ausgelebt, ne? Da hat er so richtig angefangen. Ich weiß noch, wo wir das im Kino gesehen haben, da bist du da gehockt, wo die Schlacht am Anfang losging. Boah, Hammer. War das natürlich alles noch neu inzwischen, ne? Schläft man ja schon hier bei Transformers Teil, wie viel? 27 ein, ne? Da ist das hier. Die alten Schinken, richtige Wohltat. Ein bisschen digital überarbeitet, ein paar neue Figuren und ein paar Gimmicks reingebastelt, ne? Freue mich schon drauf. Also, aha, jetzt kommt Darth Vader. Jetzt geht's ab. Also immer schön schwarz kleiden, ne? Also, ciao, bis zum nächsten Star Wars Vlog. Schreibt mal drunter, was ist euer Lieblingsteil? Von 1 bis 7 jetzt. Also ich muss sagen, klar, Teil 4 ist natürlich cool. Aber 7, ich habe jetzt einen Haufen Trailer nochmal hinterher angeguckt und so ein paar Mal und noch ein paar Sachen gelesen. Ja, freue mich schon drauf, wenn der auf DVD rauskommt, dass man den sich in Ruhe nochmal geben kann. Ne? Also,